Wie viel Geld brauchst du, um eine Reinigungsfirma zu gründen und eine erfolgreiche Gebäudereinigung aufzubauen? Wie viel Geld brauchst du? Brauchst du viel Kapital? Wenig? Wie viel ist viel? Wenig? Ja, in diesem Video möchte ich dir dabei helfen, dass du eine Entscheidungsgrundlage hast und besser verstehst, wie viel Geld du am besten zur Verfügung haben solltest. Also bleib dran und schau dir das Video an. Okay, schauen wir uns mal an, wie viel Geld brauchst du, wenn du eine Reinigungsfirma gründest. Ich möchte hier jetzt einfach mal ein paar Sachen aufzählen und es kommen jetzt einfach einige Punkte und es wird nicht eine vollständige Liste geben, ja, es kann keine vollständige Liste geben vorneweg für euch, weil einfach, dass du einen groben Überblick hast, ja, und es gibt natürlich immer von bis, ja, du kannst natürlich immer für etwas mehr Geld ausgeben und eine hohe Qualität bekommen oder du kannst auch weniger Geld ausgeben, vielleicht für eine einfachere Qualität und umgekehrt auch, ja. Also das heißt, jetzt starten wir mal los. Was brauchst du alles für Kapital oder Geld? Ja, zum einen, du machst die Anmeldung deiner Firma. Ja, die Anmeldung der Firma, sage ich mal, kostet dich 50 Euro. Das ist nichts, da gehst du zum Rathaus, da habe ich ein anderes Video für gemacht, kannst du dir anschauen. So, dann gehst du hin, dann brauchst du einen Steuerberater, der dich am Anfang ein bisschen unterstützt. Ja? Also Steuerberater, der sagt dir, was du alles so brauchst, der macht für dich die ersten Themen mit dem Finanzamt, der meldet für dich die Steuer-ID-Nummer an, etc. Dafür gibt es auch ein extra Video, okay? Ich sag mal hier, vielleicht brauchst du, ja, je nachdem, 200 bis 500 Euro am Anfang, okay? Einfach eine Richtung. Ich weiß, es kann mehr sein, es kann weniger sein, ja? Aber nur, ich möchte euch eine Richtung geben, okay? Dass du ja am Ende versteht, hey, was kommt auf mich zu? Dann brauchst du eine Betriebshaftversicherung. Ja, diese Betriebshaftpflichtversicherung, die kostet im Jahr oder von Anfang an, sagen wir mal, dass du die am Anfang bezahlen würdest, kostet dich die auch ungefähr 300 bis 600 Euro. Ich schreibe jetzt der Einfachheit halber jetzt hier mal 300 Euro hin, okay? So, dann hast du, jetzt kommen die eigentlichen Kosten. Weil jetzt brauchst du brauchst noch keine Mitarbeiter am Anfang sofort, wenn du noch keinen Kunden hast. Du brauchst jetzt auch noch kein Büro. Du brauchst jetzt vor allem Geld für die Vermarktung deiner Firma, fürs Marketing, um Kunden zu gewinnen. Dafür brauchst du das eigentliche Geld. Und da gibt es jetzt natürlich sehr viele Möglichkeiten. Ich stelle dir jetzt ein paar vor. Zum Beispiel brauchst du eine Homepage. Ja? Okay, vor der Homepage brauchst du noch was anderes, aber lassen wir mal die Homepage. Homepage kannst du machen heutzutage. Ja, Leute würden jetzt sagen, nee, 500 Euro ist viel. Ja, man kann auch für 20 Euro eine Homepage bekommen. Du kannst aber auch für 2000 Euro eine Homepage bekommen. Und ich sag dir, wenn du richtig erfolgreich sein willst mit deiner Reinigungsfirma langfristig, dann musst du auch dafür Geld investieren. Ich nehme jetzt hier einfach mal einen Betrag, okay, der so einfach ist und sag mal 500. Ja, das kann wirklich losgehen bei 200, 300 Euro bis 2000, 3000 Euro. Ich habe selbst mehrere tausend Euro für meine Homepages damals mit meiner Gebäudereinigung bezahlt. So, und jetzt hast du hier Homepage und du brauchst dein Erscheinungsbild, dein Logo, dein Image. Dafür brauchst du was. Und dafür, ich schreibe hier einfach mal Logo, ja, plus CI, Corporate Identity, sagt man. Das ist aber jetzt nicht so wichtig. Also dein Logo und alles. Ja, wie soll das alles aussehen? Das musst du auch gestalten lassen im Idealfall oder du machst am Anfang was Eigenes. Ja, das ist auch okay. Ich habe am Anfang auch alles selber gemacht. Ja, das kann hier losgehen von 0 Euro bis 500 bis 5000 Euro. Also in der heutigen Zeit sage ich mal vielleicht ein paar hundert Euro. Ja, ich sage hier mal 200 Euro. Okay, also 200 Euro und vielleicht machst du es am Anfang ganz, ganz einfach und schlicht, ja, und startest einfach mal. Da gibt es gute Möglichkeiten, günstig hier auch an Logos zu kommen und dazu aber gibt es einfach viel mehr zu sagen, das lassen wir an dieser Stelle. So, was brauchen wir denn noch? Du brauchst auf jeden Fall dann noch Equipment, ja, du brauchst Ausstattung, du brauchst Material. Und da geht es jetzt los. Bei Material, da kannst du natürlich starten.
Du kannst dir einfach einen Staubsauger und einen Mop kaufen und einen Eimer und fünf Mikrofasertücher und könntest theoretisch damit starten. Allerdings reicht es in der heutigen Zeit nicht immer aus. Du brauchst vielleicht bei deinem ersten Kunden gleich mal eine schöne Maschine für die Reinigung des Supermarkts. Oder du hast keine großen Kunden und du weißt noch gar nicht, was für Material du brauchst. Ja? Also ich empfehle immer, eine gewisse Grundausstattung zu haben. Und diese Grundausstattung, die kann liegen von 500 bis 1000, 5000 Euro. Ich empfehle dir aber immer am Anfang nur das Nötigste da zu haben. Das Nötigste sind zum Beispiel ein Fensterwischer und ein Glasreiniger-Set komplett. Dann empfehle ich dir, einige Tücher da zu haben, Mopbezüge, Mopstangen, Reinigungswagen, so ein Einfach- oder Doppelfahrwagen, nichts Großes am Anfang. Und ein Staubsauger, klar, idealerweise einen professionellen Staubsauger und nicht einen jetzt von den Elektromärkten, ja. Und dann empfehle ich dir, da sonst nichts weiter zu haben, ja. Also, oder fällt mir jetzt nichts direkt noch weiter ein, was jetzt sofort wichtig wäre. So, klar brauchst du Reinigungsprodukte, die kriegst du dann auch in den in den professionellen Handel. Und ich nehme jetzt hier mal eine Zahl, ja, und nagelt mich dann bitte nicht fest. Aber es kann sein, 500 Euro reicht aus. Es kann sein, dass du gar nichts brauchst, weil du die Sachen schon hast. Okay, ich einfach mal eine Zahl, dass du so eine Richtung hast, weil damit kannst du schon ein bisschen dir was anschaffen und bist gut ausgestattet für den ersten Kunden. Du kannst aber auch erstmal ganz weglassen und erst kaufen, wenn du deinen ersten Kunden gewonnen hast. Das ist auch eine Lösung. So, was wir hier oben vergessen haben bei CI-Logo, muss ich noch dazu sagen, ist ja zum Beispiel deine Ausstattung, Flyer, Visitenkarte, Briefbögen. Das brauchst du auch, ja, oder brauchst du auch vielleicht nicht, aber es ist schon zu empfehlen, dass du was da hast, wo du dem Kunden überreichen kannst. Ja, das ist aber ein anderes Thema, was du alles brauchst. Da kommen wir noch mal drauf zurück. Ich tue jetzt hier mal aus den 200, also ich sag mal hier noch Flyer, ja. Und sag hier mal aus den 200, machen wir jetzt einfach mal 400 und das ist sehr, sehr sparsam gerechnet, aber vielleicht machst du ja auch manche Sachen einfach selber. So, da haben wir jetzt schon mal so eine Grundausstattung. Und jetzt, was ist mit deinem Fahrzeug? Ja, benutzt du dein eigenes Fahrzeug oder nicht? Das ist erstmal egal, beziehungsweise das beeinflusst natürlich schon deine Startkosten. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du ein eigenes Fahrzeug benutzt und kein extra Auto dir anschaffen musst, aber dieses Fahrzeug musst du betanken. Also musst du natürlich Geldreserven haben, um dieses Fahrzeug zu betanken. Du musst Geldreserven haben, um das entsprechende Material dir zu besorgen, wenn dein Kunde ja sagt. Ja, du musst Geldreserven haben, um ja, Mitarbeiter einzustellen später und auch Marketing zu machen. Ja, da gehe ich noch in anderen Videos tiefer drauf ein, was du da alles so machen kannst und was du da so brauchst. Und du brauchst Geldreserven für dein Büro, für deine Büroausstattung. Ja? Da komme ich aber nochmal. Also Fahrzeug, sage ich dir, solltest du beiseite haben, auch nochmal 200 bis 500 Euro. Aber ja, sagen wir mal, mit 200 Euro kann man eine Tankfüllung jeden Monat oder zwei Tankfüllungen, drei Tankfüllungen machen. Also du bist du für einen Monat versorgt. Aber einen Monat, was ist das schon? Ja? Also eigentlich brauchst du 3 Monate im Voraus das Geld, ja, also, aber ich setze es jetzt mal einfach klein an. Okay, dann hast du hier bei Fahrzeug, haben wir gesagt Fahrzeug, dann brauchst du noch Büro, ja, Büro beziehungsweise Computer, ja, also Schreibwaren, ja, Büro hast du nicht, du startest am besten von zu Hause aus, ja, das ist sowieso meine Empfehlung und, aber du brauchst ein bisschen EDV-Ausstattung, ja, du brauchst hier die Schreibprogramme, die es gibt, die Standardprogramme. Du brauchst ein E-Mail-Programm vielleicht. Dann brauchst du ja einfach gewisse Ausstattung, ja, Ordner und tralala. So, und da sage ich mal, vielleicht hast du schon die Hälfte, brauchst du auch nochmal 500 Euro, ja? Und das brauchst du ja immer wieder, ja? Und das ist mal jetzt so eine Basis also die ich dir mal zusammengestellt habe. Und ich rechne das jetzt mal kurz zusammen. So, ich habe das jetzt hier mal ausgerechnet. Ich habe hier 200 Euro genommen beim Steuerberater und dann komme ich hier bei 2650 Euro raus. Ja, also du siehst, du hast hier die Möglichkeit von 2000 Euro, ja, bis 4.000, 5.000 Euro an Geldreserven zu haben.
Und hier in dieser Rechnung ist ganz wichtig, lieber Reinigungsfreund, ist noch gar nicht mit einkalkuliert deine Weiterbildungskosten. Ich meine, du hast hier die Möglichkeit, in meinem Kanal dich zu informieren und wirklich sehr wertvolle, kostenlose Inhalte zu bekommen. Und ich empfehle dir auch, meinen Ratgeber dir kostenlos runterzuladen auf meiner Seite. Und das ist nur der Anfang. Das ist das Minimum, ja, dass du 2000 Euro auf jeden Fall haben solltest. Und du brauchst natürlich auch noch Geld für Weiterbildung, für Wissen. Ja? Also das brauchst du auf jeden Fall. Ich schreibe hier mal hin, ja, Weiterbildung. Und da ist die Frage, wie viel Geld möchtest du ausgeben für deine Weiterbildung? Und das ist die einzige Frage, die bleibt. Wie viel Geld willst du ausgeben für deine Weiterbildung? Nicht, ob du Geld ausgibst für deine Weiterbildung, denn du musst definitiv Bücher lesen, Hörbücher hören, du musst dich informieren, Online-Programme und Online-Trainings besuchen, du musst Seminare besuchen, damit du auf dem richtigen Stand bist. Ich habe selber wirklich sehr, sehr viel Geld und Zeit investiert für Weiterbildung in meiner Karriere und das hat mich auch dahin gebracht, wo ich heute bin, so dass ich wirklich an sehr vielen Standorten mit Tausenden von Kunden meine Gebäudereinigung aufbauen konnte. Und ich empfehle dir wirklich auch dafür, dir einen Betrag einzuplanen, gleich von Anfang an, wenn du gerade in der Anfangsphase bist, dass du auch mehrere tausend Euro sofort rein investierst, weil du dadurch natürlich auf einem ganz anderen Level startest. Ja? Also du startest nicht wie jemand, der nichts macht, sondern du hast gleich entsprechendes Know-how und kannst wirklich erfolgreich durchstarten. Und ja, an dieser Stelle, das ist alles zum Thema Einsatz und Kapital, was du brauchst bei der Gründung deiner Gebäudereinigung. Ich hoffe, diese kurze Aufstellung hier hat dir gezeigt, dass du wirklich mit einem relativ überschaubaren Geldeinsatz wirklich gut starten kannst in der Gebäudereinigung. Es geht immer weniger. Ja? Du kannst auch nur damit starten, mit den 50 Euro, mit deiner Anmeldung und dann darauf spekulieren, dass du alles selber machst und vielleicht gar nichts brauchst und solche Dinge, ja, und deine Materialien von zu Hause benutzen. Das geht alles, ja, das gibt's auch alles. Und ich bin hier einfach davon ausgegangen, dass du eine Selbstständigkeit, eine solide Selbstständigkeit aufbauen willst, noch keine hochprofessionelle, weil das ist mit diesem Betrag auch noch nicht möglich. In diesem Sinne, teile dieses Video mit anderen Menschen, die das Thema interessiert und abonniere meinen Kanal, sei dabei, stell mir weitere Fragen einfach in den Kommentaren und guck dir meine ganzen anderen Videos an. Ich freue mich von dir zu hören und dich das nächste Mal wieder zu begleiten. Dein Reinigungsguru. Bis bald. Ciao.